Guten Morgen aus Austin, wir sind Anna und Marc von Sassalat Plus. Und wir berichten live und exklusiv für die W&V-Community von der South by Southwest 2023. Und die ersten 5 Tage sind um. Was waren deine Highlights der 5 Tage und was sagst du, hat sich verändert über die letzten Jahre South by Southwest? Ja, ich glaube, dass es zwei Dinge gibt. Das eine ist, und wahrscheinlich kann man das am besten fast wie eine Matrix erklären, dass es zwei Dimensionen gibt. Also ich glaube, es gibt ganz wichtige Metathemen, die tatsächlich eine große Rolle spielen. Ich glaube, die beiden wichtigsten, darüber haben wir jetzt auch mehrfach gesprochen, sind künstliche Intelligenz und alle Formen von künstlicher Intelligenz, die da sind. Das zweite große Thema, was tatsächlich alles miteinander vernetzt, ist das Metaverse oder das begehbare Internet mit AR, VR und allen in allen Variationen, wie das im Grunde genommen erlebbar gemacht wird. Ich finde, dann gibt es so ein paar Erkenntnisse, die sich eigentlich so als grundsätzliche Themen durchziehen. Das ist das Thema Empathie, also dass man, glaube ich, mitfühlend sein muss und was natürlich eine sehr große menschliche Stärke ist, die sich aber auch in den Maschinenwelten mehr durchsetzt. Das Thema Kreativität, also wie man tatsächlich etwas Schöpferisches schaffen kann. Dann das Thema Simplizität, also Dinge wirklich einfach zu machen und damit vielen eigentlich wirklich einen Nutzen zu geben, spielt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dann sehen wir etwas, was wir, glaube ich, jeden Tag sehen und verstehen, nämlich die Kraft von Experiences. Also, dass man tatsächlich Dinge erlebt, die besonders sind und die einen berühren. Der letzte Punkt für mich ist eigentlich das, und das finde ich eigentlich was total Schönes, nämlich die Kraft des Menschen. Also, dass Menschlichkeit und menschliche Qualitäten eines tollen CEOs, aber auch eines Markenvertreters hier im Grunde genommen dazu einen Beitrag leisten können, dass man die Marke lieber mag oder weniger. Und ich finde, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und hast du für mich, die zum ersten Mal jetzt dabei war, einen Kernunterschied? Was war 2023 anders als all die Jahre, die du sonst hier warst? Ja, ich glaube, das Grundthema des South by Southwest bleibt dauernd gleich. Also die Inspiration, das wohlkuratierte Programm, die Leute, die toll sind, das ist, glaube ich, schon was sehr, sehr besonders ist. Ich war ein bisschen davon überrascht, also das Motto des Schlangestehens und der Serendipity ist immer noch total da. An manchen Stellen war, glaube ich, ein bisschen weniger los. Ich glaube, dass das jetzt hier sich Themen mehr verdichtet und zugespitzt haben. Anna, das waren deine ersten 5 Tage South by Southwest. Was ist dein Eindruck? Was hast du mitgenommen? Ich bin geflasht, wie man so schön sagt. Es ist Wahnsinn, was hier auf die Beine gestellt wird. Aber ich glaube, meine 3 Highlights sind relativ simpel. Und simpel ist ja hier auch eins der großen Schlagworte. Das zum einen ist das Thema Zukunft ist da. Also all diese ganzen Themen, Metaverse, KI, wo wir ja auch darüber sprechen, das kommt noch. Nein, es ist alles jetzt da. Das zweite große Thema, was ich mitgenommen habe für mich, ist, dass wir trotz der digitalen Welt und trotz, dass alles digitaler und im Digitalen noch schlauer wird, Menschlichkeit niemals wichtiger war, als sie jetzt gerade zu sein scheint. Und das dritte große Learning für mich, und das liegt wahrscheinlich an der Branche und an dem, was ich täglich tue, Markenführung kann echt einfach sein, wenn man verstanden hat, worum es im Kern geht. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir über die digitale Welt sprechen oder über die reale Welt sprechen, sondern es gibt einfach Grundparameter, die jeder Markenmensch drauf haben sollte. Euch einen schönen Tag und für uns gilt jetzt, tschüss Austin!